Martin Janser ist geschockt, als er seine kranke Tochter in ihrer Kölner Studenten-WG abholt. Es waren so ganz heftige Fieberschübe. Sie war aber gefasst, so, zitterte aber so am ganzen Leib natürlich. So schnell er kann, fährt er nach Hause ins niedersächsische Bückeburg. Die Fahrt ist eine Tortur für die 23-Jährige. Ich war extrem geräuschempfindlich oder generell empfindlich für alle Sinnesorgane. Und weiß nur, dass ich die letzte Stunde einfach nur mit geschlossenen Augen da gesessen habe und gedacht habe, oh, bitte lass es gleich vorbei sein, ich kipp hier gleich weg. Zu Hause angekommen, müssen die Eltern ihrer Tochter ins Haus helfen. Was ist nur los? Ja, da habe ich gleich gedacht, jetzt können wir mal den Notarzt rufen. Aber dann haben wir sie dann ins Haus geschleppt und man wollte ja auch nicht gleich. Sie sollte erst mal zu Hause ankommen. Elisabeth Janser bekommt es mit der Angst zu tun. Alle 4 Stunden klettert das Fieber nun über 40 Grad. Siehst du? 40,4. Wir müssen noch mal zum Arzt, Schatz. Anne ist inzwischen so schwach, dass die Mutter besorgt den Notarzt ruft. Und der nimmt sie gleich mit in die Klinik. Alles deutet auf einen besonders schweren Infekt hin. Sie hatte Blutbildverschiebungen, alle Zellenreihen des Blutbildes waren verschoben, weiße Blutkörperchen gering, Blut selber, Blutfarbstoff und auch die Blutplättchen waren gering. Und in den Ultraschalluntersuchungen konnten wir von Anfang an schon sehen, dass Leber und Milz vergrößert waren. Eine Grippe scheidet aus. Mike Brandes lässt noch einmal Blut abnehmen. Dann macht man automatisch sozusagen einen Blumenstrauß Serologie an Virusnachweisen. Solche Sachen wie Epstein-Barr-Virus. Aber auch, wir haben nachgefragt, war Kontakt im Wald zu irgendwelchen Nagetieren. Das war über Hunter-Virus. Und wir haben einfach über fast jeden möglichen Virus nachgedacht. Ob ich dann irgendwie weiter im Ausland war oder so. Aber nee, also ich war halt in Griechenland und in Südfrankreich. Parallel zur Fahndung muss Mike Brandes seine Patientin unbedingt stabilisieren. Sie bekommt Fiebersenker und Nährstoffinfusionen. Mit unerwartetem Erfolg. Das Fieber verschwindet und nach ein paar Tagen bessern sich auch die Blutwerte. Die roten Blutkörperchen blieben stabil, die Blutplättchen hatten sich erholt. Das Fieber trat kaum noch auf, höchstens alle 24 Stunden, nicht mehr über 38 Grad, sodass wir das Gefühl hatten, ja, das könnte jetzt sein, dass sie jetzt langsam aus einem für uns noch unklaren Infekt langsam heraus gesundet. Mike Brandes weiß zwar immer noch nicht, was da in Anne Jansers Körper gewütet hat, aber ihr Immunsystem konnte es offenbar besiegen. Tschüss. Nach 2 Wochen war ich einfach erstmal froh, wieder nach Hause zu kommen. Und mein Freund hat mich dann auch direkt besucht und ich war irgendwie so high davon und war so glücklich. Mein Schatz, du bist ja hier. Doch es dauert nicht lange und es geht wieder los. Die Fieberattacken kommen zurück. Schnell ist Anne Janser wieder so erschöpft, dass sie vom Bett kaum noch bis zur Toilette kommt. Jetzt sollte in die professionellsten Hände, die es zu der Krankheit gibt. Ne? Wobei wir wussten ja noch gar nicht, welche Krankheit es ist. Martin Janser fährt mit seiner Tochter in die MHH, die Medizinische Hochschule Hannover. In der Notaufnahme herrscht Hochbetrieb. Und der diensthabende Arzt ist zunächst verärgert. Eine junge Frau mit Fieber und Abgeschlagenheit. Starkes Fieber. Dann sehen Sie, was hier los ist. Das ist sicher kein Notfall. Doch als er ihre Geschichte hört und in den Unterlagen ihre Blutwerte sieht, ändert sich seine Einschätzung schlagartig. Das ist ein Notfall und du bleibst auf jeden Fall hier. Leber und Milz sind angeschwollen. Und die Blutwerte haben sich alarmierend verschlechtert. Verdacht auf Blutkrebs. Der Notarzt schickt Anne Janser auf die Hämatologiestation. Ich habe direkt noch in derselben Nacht, glaube ich, mehrere Bluttransfusionen auch bekommen, weil halt die Werte so schlecht waren, wo man einfach das Gefühl hat, es passiert was. Ist die Frau Anne Janser eingeliefert worden? Ist es eine Leukämie? Als Professor Arnold Ganser am nächsten Morgen die Werte seiner Patientin sieht, hat er allerdings einen ganz anderen Verdacht. Er kommt ein Patient, dem geht es immer schlechter. Blutbild wird schlechter, Leberwerte werden schlechter, Nierenwerte. Der Patient wird schläfriger, trübt ein, wie wir sagen. Da muss man dran denken, verdammt, da kann ein Makrophagenaktivierungssyndrom dahinter stecken.
Makrophagen sind die Fresszellen des Immunsystems. Sie beseitigen Eindringlinge wie Bakterien oder Viren. Beim Makrophagen-Aktivierungssyndrom sind sie außer Kontrolle geraten. Sie fressen alles, was ihnen zu nahe kommt. Zum Beispiel auch die eigenen Blutzellen. Und dabei bleibt es meist nicht. Und die Gefahr ist, dass das auch in der Milz passiert, dass doch die Makrophagen die Milz zum Teil anfressen, dass in der Leber die Leberzellen angeknabbert werden von diesen aktivierten Makrophagen, dass das auch in der Niere sein kann, dass das auch im Bereich des Gehirns sein kann. Also eine langsam beginnende, unscheinbare Aktivierung, die dann in eine nachher potenziell tödliche Falle hineinführt. Wenn es das wirklich ist, schwebt Anne Janser in Lebensgefahr. Der Professor lässt aus ihrem Knochenmark eine Probe entnehmen und dort nach den Amokläufern fahnden. Und um keine Zeit zu verlieren, gibt er ihr sofort ein Mittel, das die Makrophagen stoppt. Cortison. Ich habe mich einfach deutlich besser gefühlt, war dann auch das erste Mal wieder fieberfrei durch das Cortison. Das hat es dann irgendwie unterdrückt. Das Cortison schlägt an. Und in der Knochenmarkprobe finden die Ärzte tatsächlich sehr viele, sehr aktive Makrophagen. Die Abwehrzellen scheinen wirklich außer Rand und Band. Arnold Ganser ist erleichtert, als sich durch das Cortison auch die Blutwerte bessern. Es sieht so aus, als ob Anne Janser bald alles überstanden hat. Sie scheint unter der harmlosen Form dieser Krankheit zu leiden. Weil Cortison ein unspezifischer Entzündungshemmer ist. Und die Makrophagen reagieren darauf. Sie werden einfach gelähmt für eine gewisse Zeit. Ja, und wenn die Aktivierung nicht allzu stark ist, dann mag das auch ausreichen. Und tatsächlich, 4 Tage später ist Anne Janser wieder zu Hause. Sie ist zwar noch schwach, aber sie hat es offensichtlich überstanden. Die ersten Tage nach der Entlassung waren wir echt alle ganz guter Dinge, dass es jetzt bergauf geht. Ja. Doch dann gerät plötzlich alles aus den Fugen. Sie bekommt Depressionen und Panikattacken. Anne Janser weiß aus ihrem Psychologiestudium, dass das Nebenwirkungen des Cortisons sein können. Panisch bittet sie den Professor um Hilfe. Dr. Ganser? Wir probieren das aus, dass das zu Hause innerhalb dieser Woche langsam ausschleichen lässt. Also man nimmt dann jeden Tag halt ein paar Milligramm weniger. Doch das funktioniert nicht. Als Anne Janser weniger Cortison nimmt, kommt das Fieber sofort zurück. Das war schon so die Nacht, wo sie selber dann aber auch entschieden hat, nee, pass auf, ich will morgen früh direkt ins Krankenhaus nach Hannover und du sollst mich auch nicht fahren, sondern ich will mit dem Krankenwagen dahin fahren. Mir geht's nicht gut. Sie kommt gleich auf die Intensivstation. In ihrem Körper wimmelt es wieder vor Makrophagen. Es besteht Lebensgefahr. Ich fand das furchtbar. Da hatte ich richtig Schiss um sie. Mit Cortison kommt Arnold Ganser nun nicht mehr weiter. Wenn er seine Patientin retten will, muss er jetzt viel stärkere Mittel auffahren. Dann kam Professor Ganser aber am Montag drauf zu mir und hat dann das erste Mal ausgesprochen, okay, die Krankheit, die du hast, die ist richtig gefährlich, die ist lebensgefährlich und wir müssen da jetzt andere Therapiemaßnahmen ergreifen und du musst eine Chemotherapie machen und der nächste Schritt wäre dann die Knochenmarktransplantation, wenn das nicht funktionieren würde. Und da war ich echt so buff. Eine Chemotherapie. Normalerweise eine zuverlässige Behandlung bei diesem Leiden. Doch auch nach 4 Infusionen bleibt das Fieber unverändert hoch. Die Blutwerte verschlechtern sich sogar. Merkwürdig. Aber dem Professor bleibt keine Zeit zum Grübeln. Er muss handeln. Um quasi das Immunsystem des Patienten, was eine Überaktivierung zeigt, völlig zu rotten quasi mit Medikamenten und durch ein neues Immunsystem, was normal funktioniert, normal geregelt ist, zu ersetzen. Eine Knochenmarktransplantation. Eine riskante Therapie. Als Arnold Ganser ihr das erklärt, bricht für die junge Frau die Welt zusammen. Als erstes ruft sie verzweifelt ihre Eltern an. Mama,
totales Chaos natürlich, also so ein ganz komischer Zustand. Also mein Kopf ist da völlig durchgedreht die ersten Tage. Ich habe da auch so ganz verstückelte Erinnerungen nur noch dran. Wo ich dann ja auch gesagt habe, Mensch, jetzt ist es wirklich richtig, richtig ernst. Ich habe mich schon auch mit dem Tod so auseinandergesetzt. Doch irgendwas hält den Chefarzt zurück. Was, wenn es doch einen Eindringling gibt, den sie bisher übersehen haben? Dann würde er mit der heftigen Behandlung seiner Patientin schaden. Er veranlasst eine neue Punktion. Bauchgefühl, irgendwie das Gefühl, man muss noch mal gucken. Und ich bin dann ins Labor gegangen und habe mir dann den Ausstrich unter dem Mikroskop angeschaut. Und ich saß zum Glück schon, sonst hätte ich mich hingesetzt. Als die Eltern kurz darauf ins Krankenhaus kommen, ploppt auf Elisabeth Jansas Telefon eine Nachricht auf. Kommt schnell, ein Wunder ist passiert. Aufgewühlt stürmen die Jansas zum Zimmer ihrer Tochter. Sie kam rein, ich war nur am Weinen und konnte es einfach nicht glauben. Und dann, ja, war es natürlich ein so schöner, besonderer Moment. Das Bauchgefühl hat den Professor auf die richtige Spur gebracht. Die Knochenmarktransplantation ist vom Tisch, denn in der letzten Probe hat er tatsächlich etwas entdeckt. Und habe dann gesehen, dass im Knochenmark auf einmal, zwar wir immer noch viele Makrophagen hatten, dass aber jetzt alle Makrophagen vollgestopft waren mit Parasiten. Und zwar mit winzigen Einzellern, Leishmanien. Tauchen sie auf, werden massenhaft Makrophagen aktiv, um die Eindringlinge zu beseitigen. Doch das bringt nichts. Anstatt zu sterben, vermehren sich die Parasiten im Inneren der Fresszellen, bis sie platzen. Und das versetzt weitere Makrophagen in Alarmbereitschaft, ein Teufelskreis. Aber ein Detail passt nicht. Wie soll Anne Jansa an diese exotischen Erreger gekommen sein? In den Tropen ist sie nie gewesen. Wir haben gefragt, war sie mal irgendwo unterwegs und ist von Mücken, Fliegen gestochen worden. Dann kam raus, ja, zwei, drei Jahre vorher war sie in Griechenland gewesen und da war sie mal fürchterlich zerstochen worden von Sandfliegen. Ich war im Urlaub mit meiner besten Freundin für ein paar Wochen und wir haben so einen richtigen Hippie-Urlaub gemacht und haben ganz viel draußen geschlafen und sind wirklich nur mit unseren Hängematten gereist und ganz viel unter Olivenplantagen geschlafen und wurden halt dementsprechend auch häufig von Mücken attackiert und sind komplett zerstochen aufgewacht zum Teil. Jetzt passt alles zusammen. Sandfliegen sind zunehmend auch am Mittelmeer mit Leishmanien infiziert. Beim Stich so einer kleinen Mücke sind die Parasiten in Anne Jansas Blutbahn gelangt und wurden dort von den Makrophagen gefressen. In diesen Abwehrzellen haben sich die Parasiten dann vermehrt, bis die Zellen geplatzt sind. Anne Jansa leidet an einer Leishmaniose und die lässt sich gut therapieren. Ich sag mal, quasi wie ein Fest, als sie dann festgestellt haben, es ist eine Leishmaniose, die man leicht behandeln kann. Ich kann es gar nicht glauben. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Erleichterungsgefühl in meinem Leben verspürt. Es war wirklich das schönste Gefühl auf der Welt. So ein Riesenklotz, der da von einem runterfällt. Dann geht alles ganz schnell. Anne Jansa bekommt Infusionen mit einem harmlosen Pilzmedikament. Das rottet die Parasiten aus. Riesig froh und dankbar, an solche Ärzte gekommen zu sein, aber natürlich auch so eine Tochter zu haben, die so damit umgehen konnte. Das ist nun fast ein Jahr her. Inzwischen kann Anne Jansa wieder ihr Studentenleben in Köln genießen. Das Fieber ist nicht mehr zurückgekommen. Klar, solche Sachen können halt passieren. Es hat einfach Pech gehabt. Und Mücken gibt's leider überall und ich werde jetzt deswegen nicht aufhören, irgendwie zu reisen oder schöne Erlebnisse zu haben. Wenn ich nochmal ähnliche Symptome kriegen sollte, weiß ich ja jetzt, an wen ich mich wenden muss.